Expecto Patronum! Woher kennst du diesen Ort? Ich habe uns hier nicht hergebracht, Albus. Sie war's. Sie brachte uns hierher. Was ist so besonders an diesem Ort? Sei still, Galat! Ihr habt schon genug angerichtet. Du und deine Schwester interessieren mich nicht. Keiner von euch war jemals Teil des Plans. Deine Pläne sind schuld daran, dass sie noch labiler geworden ist. Aberforth, das ist eine Sache zwischen ihm und mir. Dann regelt das. Ich will keinen Streit. Gut. Lasst uns bitte allein. Beende es, damit wir nach Hause können. Ich ändere unsere Pläne nicht für deine Schwester, Albus. Sie ist meine Familie, Gellert. Seit wann interessierst du dich ernsthaft für deine Familie? Du hast recht. Unsere Absichten sind nicht länger dieselben. Und jetzt? Jetzt hältst du diese Absichten etwa für wertlos? Ich bin nicht länger der Meinung, dass die Muggel unter uns stehen. Also willst du dich lieber weiterhin verstecken? Sie würden uns fürchten, Gellert. Sie verstehen unsere Welt nicht mehr. Dies ist für das größere Wohl. Von Geburt an sind wir ihnen überlegen. Wir sind dazu bestimmt, sie zu beherrschen. Unsere Herrschaft über die Muggel wäre nicht besser als die britische Unterdrückung in Indien. Woher nimmt man sich das Recht, jemanden zu unterdrücken? Ich bin gleich dort drüben, Arin, okay? Ich werde die beiden schon aufhalten. Ich will mich sicher fühlen. Du bist bald in Sicherheit. Bald. Sobald dein Bruder diesen Kampf beendet hat, können wir nach Hause. Hört auf zu kämpfen! Sie werden aufhören, okay? Ich möchte zu Mama. Sie ist fort, Kleines. Wann werde ich sie wiedersehen? Ich weiß es nicht. Ich will mich sicher fühlen. Ich bin gleich wieder da. Sind die Muggel nicht schuld daran, dass deine Schwester so ist, wie sie ist? Ihre Begegnung mit diesen Muggeln war unsere Schuld. Sie war noch jung und wir haben nicht gut genug aufgepasst, wo sie... Es geht hier nicht um dein Versagen! Albus, sie kannte nichts anderes außer Angst und Hass. Und ich konnte ihr all das nehmen, indem ich unsere Welt enthüllte. Du meinst, diese Welt zu kontrollieren? Damit wirst du niemals durchkommen. Und warum nicht, Kleiner? Gellert. Weil du vom Herrschen nichts verstehst. Du bist schwach. Das reicht aber, Fuß. Nein. Fahr bitte fort. Dir fehlt die Liebe, die dir nur eine Familie geben kann. Du weißt nicht, wie man Menschen beschützt, nur wie man sie unterdrückt. Ich sagte, es reicht. Nein. Er hat recht. Ich weiß nichts von Liebe. Gellert. Es ist nichts weiter als eine Ablenkung. Das kannst du nicht ernst meinen. Wir hatten ein gemeinsames Ziel, Albus. Wir wollten die Heiligtümer finden und über den Tod selbst stehen.
Wir wollten uns über die Muggel stellen und unseren Platz als Herrscher der Welt einnehmen. Ich wollte all das mit dir teilen, Albus. Gellert, du weißt, was Liebe bedeutet. Tue ich nicht. Durch deine Liebe hast du dein Ziel aus den Augen verloren. Was meint er damit? Albus? Mir ist gerade klar geworden, dass ich falsch lag. Vielleicht war ich blind, aber ich bin nicht länger Teil deiner Pläne, Grindelwald. Geh deinen Weg. Wir sollten ihn aufhalten. Jetzt sofort. Nein. Albus! Du lässt mich gehen, trotz meiner Absichten. Ja. Albus! Dir ist hoffentlich klar, dass du mir eventuell folgen musst. Wer weiß. Dann klären wir das jetzt. Bewaffne dich, Dumbledore. Bewaffne dich sofort! Nun denn. Crucio. Hol Ariana, wir verschwinden von hier. Nein! Ich bringe dich nach Azkaban. Nein. Nein, ich... Aberforce! Er stirbt hier! Das wollte ich schon immer mal tun, Albus. Also, wer will zuerst? Ich! Thank you.
Avada Kedavra! Du hast deinen Verstand verloren, Geralt! Auf damit! Geh mir aus dem Weg, Albus! Ich kann nicht. Er wird dich töten! Und er wird mehr töten! Albus! Wir müssen es tun! Nicht! Sieh mich an, Albus! Ich war immer mit dir hier. Sie sagte, sie fühlte sich sicher. Ich erinnere mich. Das ist deine Schuld. Hast du gesehen, was ein Zauber? Das ist nicht wichtig. Es ist vorbei.
Liebe gehen nach Hause. Kommst du mit?